Die Quantenmechanik, so absurd wie sie auch klingt, beschäftigt sich mit einem ganz einfachen Phänomen. Wenn ihr Gase erhitzt, dann senden diese Gase Licht. Und das Ganze sieht so aus. Wir sind noch nicht fertig. So, das Ganze sieht so aus. Spektrallinien nennt sich das Ganze. Okay. Und was uns das bringt und was das genau mit Quantenmechanik zu tun hat, das möchte ich euch an einem ganz einfachen Beispiel erklären. Wart ihr schon mal auf der Sonne? Nein. Okay. Wenn ihr jetzt das Sonnenlicht nehmt und ihr lasst das durch ein Prisma schlagen, okay, da ist ein Prisma jetzt, Sonnenlicht kommt rein, ihr nehmt das Sonnenlicht, richtig, gut gesagt, Newton hat das herausgefunden, und ihr lasst jetzt das Sonnenlicht dagegen knallen, was seht ihr dann? Alle Farben, also ihr seht dann die sichtbaren Farben, da seht ihr so regenbogenfarbenmäßig, ne? Da kommen ganz viele Farben raus, ich mache das jetzt ja, für die Farben, die mir hier gerade stehen. Auf jeden Fall ist jetzt Folgendes interessant. Seht ihr das? Wenn ihr jetzt das Sonnenlicht nehmt und ihr betrachtet es ganz genau, dann stellt ihr was Absurdes fest. Wenn das hier jetzt das Lichtspektrum der Sonne ist, so zack, wenn ihr euch das so betrachtet, das Sonnenlicht, dann habt ihr von der einen Seite des Spektrums rot, das andere blau. Na, und dazwischen die ganzen Farben. Wenn man jetzt ganz genau hinguckt, dann sieht man, dass einige Striche fehlen. Also da sind so schwarze Striche und die Frage ist, wie kommen diese schwarzen Striche zustande? Irgendwas hat auf dem Weg vom Sonnenlicht zu uns Licht absorbiert. Was man jetzt noch festgestellt hat, ist folgende Sache. Wenn ihr ein Gas nehmt, zum Beispiel Wasserstoff, und ihr erhitzt es, okay, dann sendet Wasserstoff Licht aus. Und dieses Licht hat bestimmte Farben. Und das sind genau diese Linien, von denen ich euch erzählt habe. Okay? Das heißt, wenn ihr Gase erhitzt, dann emittieren sie Licht. So nennt man das. Und wenn man jetzt diese schwarzen Linien vergleicht, die weggehen, wenn man die schwarzen Linien vergleicht, die im Spektrum fehlen, und die Linien vergleicht, die Wasserstoff aussendet, dann und sie dann überlagert, dann hat man wieder das volle Spektrum. Okay? Also das Licht, was gefehlt hat im Sonnenspektrum, ist genau das Licht, was Wasserstoff aussendet. Das ist das Interessante. Und mit dieser Methode finden wir raus, woraus Sterne oder sogar Galaxien bestehen, ohne dass wir jemals da waren. Ich habe jetzt nur eine Sache benannt. Ihr findet mehrere schwarze Linien, die nicht nur für Wasserstoff sind, sondern für andere Stoffe. Okay? Und das Ding ist jetzt, die komplette Quantenmechanik oder der komplette Sinn hinter Quantenmechanik war, diese Linien zu untersuchen. Also warum sendet Wasserstoff genau diese Linien aus? Warum genau dieses Licht? Warum absorbiert er genau dieses Licht? Wieso ist es bei Helium anders? Und auf diese Frage kann man nur antworten, wenn man weiß, woraus Materie besteht. Woraus besteht Materie? Atome. Okay. Alles besteht aus Atomen. Das war diese Idee. Diese Idee hatte ein griechischer Philosoph namens Demokrit vor über 2000 Jahren. Er hat gesagt, wenn ich etwas nehme und ich teile es immer weiter auf, genau, dann kann ich das nicht unendlich oft machen. Sondern ich werde irgendwann auf die kleinste Einheit stoßen, auf die ich kommen kann. Und das nannte er Atom, aus dem Griechischen unteilbar. Wenn ich etwas nehme und ich teile es immer weiter auf, dann müsste irgendwann ein Ende sein. Wenn ihr mathematisch denkt, dann sagt ihr, das geht ja ins Unendliche. Aber Demokrit sagt, irgendwann kommt hier auf sehr kleine Sachen und die nennt er Atome. Die haben unterschiedliche Formen und unterschiedliche Größen. Okay, das sind die Bausteine. Dalton war der Erste, der das auch, der ein Atom sozusagen sehen konnte. Dalton hat gesagt, ein Atom ist im Prinzip eine Kugel und diese Kugel ist unteilbar. Und unterschiedliche Elemente wie Wasserstoff, Helium, Gold, die bestehen alle aus diesen Kügelchen, aber für jedes Element ist das
ist die Kugel unterschiedlich groß, unterschiedlich dicht und hat eine unterschiedliche Masse. Wenn ich euch jetzt eine Frage stelle in Bezug darauf, dann lautet diese Frage wie folgendes. Was ist euer Lieblingsessen?